Umweltminister Trittin und Wirtschaftsminister Clement wollen den Streit um den Handel von Luftverschmutzungsrechten beilegen. Darauf verständigten sie sich heute bei einem Gespräch mit Kanzleramtschef Steinmeier. Bis Ende März muss die Bundesregierung der EU einen Plan vorlegen, nach welchen Kriterien Kraftwerksbetreiber und Industrie Emissionsrechte erhalten, mit denen sie dann handeln können. Trittin will den Kohlendioxidausstoß deutlich verringern. Clement befürchtet Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft. Das Bundeskanzleramt wieder einmal in der Vermittlerrolle. Nicht der Kanzler selbst, sondern Amtschef Steinmeier hatte die beiden Minister zum klärenden Gespräch geladen. Der Termindruck steigt. Wirtschafts- und Umweltminister müssen sich möglichst schnell über die Grundlagen für den Emissionshandel einigen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Möglichkeit, mit Verschmutzungsrechten zu handeln. Wer mehr Kohlendioxid in die Luft pustet, als ihm der Verteilungsplan zugesteht, muss Rechte kaufen. Wer den Schadstoffausstoß reduziert, kann seine Rechte verkaufen. Umweltschutz wird so belohnt. Die Gespräche dauerten 2 Stunden. Noch fehlt eine Lösung. Die braucht es aber, denn es handelt sich um EU-Recht. Ich selbst gehe ja davon aus, dass wir den den Emissionshandel gar nicht brauchten in Deutschland. Wir erreichen die Kyoto-Ziele auch ohne dieses Instrument. Und deshalb möchte ich dieses natürlich so gestaltet wissen, dass es die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung unserer Unternehmen auf keinen Fall behindert. Darüber diskutieren wir. Grundlage für den Verteilungsplan soll die Selbstverpflichtung der Wirtschaft sein, bis 2010 die CO2-Emissionen um 45 Millionen Tonnen zu reduzieren. Wenn man sich an die Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft hält, dann kann ja nichts gegen die Interessen der Wirtschaft passieren, weil die haben die ja freiwillig abgegeben. Ich glaube, das, was wir mit im Auge haben müssen, ist, dass es natürlich unter den Beteiligten, zwischen verschiedenen Branchen, zwischen verschiedenen Unternehmen auch Konkurrenz und Neid gibt. Die beiden Minister wollen sich am Montag erneut treffen und dann versuchen, die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum ersten Mal seit 10 Monaten wieder verschlechtert. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts sank im Februar deutlich stärker als erwartet. Dies hängt nach Meinung von Experten vor allem mit dem starken Euro zusammen, der deutsche Waren im Dollarraum verteuert. Wirtschaft ist Psychologie. Und so bescherten die gedämpften Konjunkturnachrichten des IFO-Institutes den deutschen Aktienmärkten zwar keine ernsthafte Depression, aber doch eine Stimmungstrübung. Der deutsche Aktienindex rutschte in Frankfurt unter die 4000er-Marke. Das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut hat in seinem Geschäftsklimaindex einen Rückgang festgestellt, nachdem es 10 Monate lang leicht, aber stetig nach oben gegangen war. Besonders im Großhandel und im verarbeitenden Gewerbe haben sich sowohl die Lage als auch die Erwartungen verschlechtert. Der Export leidet unter dem stabilen Euro. Er stieg heute auf gut 1,26 Dollar. Deutsche Ausfuhren in den Dollarraum wurden noch mal teurer. Der Aufschwung ist fragil. Er ist sowieso nicht besonders stark. Er betrifft auch gar nicht die Arbeitsmärkte. Damit es nun ein richtiger Aufschwung wird, muss man die Reformen des Arbeitsmarktes, des Sozialsystems, die im letzten Jahr begonnen wurden, auch mutig fortsetzen. Wolfgang Clement, der heute Abend hier in Mannheim Wirtschaftsforscher besuchte, interpretiert den Rückgang ähnlich. Es ist wohl ein Warnschuss, der wahrgenommen werden muss. Wir erwarten eine wirtschaftliche Belebung, aber sie ist nicht selbstverständlich. Die Union hält den Appell Clements, den Höhenflug des Euro zu bremsen, für überflüssig. Ich sehe diese externen Faktoren bisher gar nicht, weil die Unternehmen sich ja, was den Euro angeht, weitgehend abgesichert haben. Der Euro die sicher Gefahrenschwelle bisher allenfalls gekratzt, aber nicht übersprungen hat. Doch auch schon jetzt kann der Export die stotternde Binnennachfrage immer schlechter ausgleichen. Bundeskanzler Schröder hat zum Abschluss seines Türkei-Besuches die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder gewürdigt. Ein Beispiel dafür sei der Bau des Kohlekraftwerks in Iskenderun. Bei der Einweihung betonte Schröder erneut, Deutschland werde die Türkei in den Bemühungen um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur EU unterstützen. Mit einem Dankeschön auf der Titelseite feierte die türkische Presse heute das Europaversprechen des Bundeskanzlers. Und jubelnde Türken empfingen Schröder auch bei der Einweihung des größten Steinkohlekraftwerks der Türkei in Iskenderun im Südosten des Landes. Zusammen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan besichtigte der Bundeskanzler das technologische Großprojekt. Das Kraftwerk wurde von der Essener Ruhrkohletochter STEAG und dem RWE errichtet. Es ist mit 1,3 Milliarden Euro das größte deutsche Investitionsprojekt in der Türkei. Unsere Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich sehr dynamisch.
und die Einweihung dieses Kraftwerks in der Tat die größte Investition, die Deutschland je hier getätigt hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Siemens lieferte die Technologie der Anlage. Die beiden Kraftwerksblöcke sind mit modernster Kohleentschwefelungstechnik ausgerüstet. Sie erzeugen zusammen 1210 Megawatt Strom, das sind 7% des landesweiten Bedarfs. Das Kraftwerk wird mit Steinkohle aus Kolumbien und Südafrika betrieben, die per Schiff angelandet und über Förderbänder zum Kraftwerk transportiert wird. Pro Tag werden 30.000 Tonnen Kohle verstromt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace protestierte gegen den Bau, da bei der Kohleverstromung Millionen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid erzeugt werden.